Also wir sind irgendwo ein bisschen dran verzweifelt. Ich habe gerade ein Video gefunden, wo jemand das mal ganz kurz gezeigt hat. Ich hoffe, dass ich es hinkriege jetzt. Wäre halt total toll. Aber we will see. So, ich hoffe, dass ich jetzt das ohne Probleme, ohne weiteres hinbekomme, wie gesagt. Ach ja, genau, ein Scheiß. An dem scheiß Dings bleib ich da stecken, in dem Stein. Also wir müssen tatsächlich, so wie es richtig ist, da hoch. Wie gesagt, ich hoffe es. Ja, lauf wieder runter. Kein Problem. Ernsthaft jetzt? Geh, warte mal. Nicht da lang, sondern... Nicht da lang, sondern das andere, der andere Eingang. Was? Diese Bewegungssteuerung tut mir manchmal echt, die ist manchmal echt die allerletzte. Aber gut. Ernsthaft? Jetzt bin ich einmal rumgerannt und hab den Eingang nicht gefunden. Bist du jetzt blöd, oder? Willst du mich jetzt flachsen? Ne, hier ist er. Ach, Mann. So blöd jetzt. Eieiei. Ja, natürlich! Und dann, ne, ich bin eine scheiß Schlange, ich töte dich mal ganz kurz, ne? Ernsthaft? Wie dieser Kack Schlange jetzt? Ich muss dich nerven. Jemand war kürzlich hier. So, jetzt muss ich so blind machen, mehr oder weniger. So, also wie wir schon hatten. Soll's wohl... Wie gesagt, ich bete, dass ich es hinkriege. Irgendetwas muss dahinter sein. Ach ja! Ach ja! Ja, ich schmeiß am besten meine Dings weg, ey. Sein. Jetzt! Also, ja, ihr müsst tatsächlich an dem Scheiß. Diese scheiß Ding da wegmachen. Und dann solltet ihr durch den Eingang, der oben ist, kommen. Jetzt habt ihr ja oben den einen Eingang.
wo das komische Wägelchen steht. Ich wollte gar nicht, das habe ich das in der letzten Folge gerade gezeigt, ja, ne? Ansonsten zeige ich es euch jetzt. Ah, so einfach, ey, diese Scheiß. Weil da nur Dings davor stand, weißt du, eine Vase davor stand. Das habe ich im Video jetzt nicht gesehen. Ich habe da mir einfach, schießt der da drauf? Aber jetzt könnt ihr den Weg frei machen. Dieser Raum. Hier hat meine Suche begonnen. Jemand gab sich große Mühe mit dieser Kammer. So, irgendwo muss jetzt auch noch ein Grab sein, ein Schatz sein, und das ist dieser hier wahrscheinlich. Ja. Die Knickpyramide des Snofru. Snofru. Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein. Ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rudjek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann, oder? So. Untersuche das Grab, wo Bayek den Dreier getötet hat. Warum auch immer ich jetzt nicht. So, Untersuchungsgebiet, da ist was. Rudjeks Pfeil. Damit strich ich seinen Namen von meiner Liste. Jetzt liegt er hier am Boden. Vergessen. So. So, nun muss man da doch immer noch. So, jetzt. Ich rieche noch das Blut, das ich vergoss. Ein modifizierter Reiher. Zur Wiederbelebung? Nein. Wer auch immer das getan hat, muss von Rudjeks Stellung im Orden gewusst haben. Haben wir hier noch was? Rudjek verdient kein Grabmal. Das ist eine Beleidigung. Dieses Grab ist für einen Pharao. Wer das getan hat, hat diesen Ort entweiht. Was? Maske. Ich weiß kaum, was passiert ist, nachdem ich ihn erstochen habe. Dieser Raum hat mir alles verraten, was ich wissen muss. Dieser Ort war mir ein Anfang und Rudjek ein Ende. Der Pfeil kennzeichnet diese beiden Dinge. Nachdem ich diesen Bastard erstochen hatte, wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, war Rudjek tot. Rudjeks Leiche hätte hier verrotten sollen. Er wurde ehrenvoll zur Ruhe gebettet, um ihn auf die Duat vorzubereiten. Wer auch immer ihn begraben hat, ließ diese Raya-Mumie zurück, um Rudjeks gottverdammten Namen im Jenseits zu ehren. Dann kehrte er zurück, um ihm Respekt zu zollen, wenn ich diese Kerzen richtig deute. Wie auch immer, ich weiß, dass Rudjeks Herz fehlte. Also leidet der Bastard im Nachleben, was auch immer hier getan wurde. Eines Tages werde ich gerichtet. Doch ich bereue nichts. Die Feder wird immer leichter sein als mein Herz. Jo, das waren relativ leicht verdiente 1500 Erfahrungspunkte. Weil mein Ziel war also eigentlich, diese komischen Balken jetzt zu zerstören, dass du kommt, hast die Möglichkeit, draußen rumzugehen, ne? So einfach war es nicht. Also, was heißt einfach was nicht? Man muss einfach nur wissen, was Sache ist. Ich muss das mir echt jetzt gerade im Video angucken. In meinem Video angucken, der mir das mal kurz gezeigt hat. Jedenfalls haben wir es. So. Gut, dann haben wir das auch.
haben wir hier oben noch eins, zwei Quests, die wir machen können. Könnten. Die machen wir noch nicht. Genauso wenig wie die hier. Zwar wäre das cool, aber weil da halt noch ein Phylakis rumrennt. Und wir gerade mal noch nicht. Das ist noch nicht der Fremd, ne? Wir sind noch nicht Level bereit. Ich würde mir kurz noch die beiden Dinger hier holen, die beiden Reisepunkte, würde ich sagen. Gut, damit haben wir die Knickpyramide des Snorfrudern relativ doch abgearbeitet. Hätte ich auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich war schon dran und verzweifelt, dachte mir, nee, das kann nicht sein. Aber doch, scheinbar. Doch, ging am Ende dann doch. Es war wirklich nur diese komische Vase, mein Gott, die uns da so ein bisschen dran verzweifeln ließ. Und wir werden uns kurz die beiden Schnellreisepunkte holen und da will ich die Folge sowieso beenden. Mal gucken, wie viel ich vorbereitet habe, weil ich will ja die Woche noch ein bisschen was hochladen. Nee. Also Assassin's Creed geht jetzt wieder hoffentlich durchweg weiter. Ich muss mal hier durch. Oh, jetzt kann ich diese Scheiße. Das Kobra-Nest. Eigentlich will ich aber da hoch mal kurz. Ich will zumindest, wie gesagt, die Schnellreisepunkte mal kurz eben abarbeiten, die 2-3 noch, die wir noch haben. Ich finde die musikalische Untermalung sehr geil gerade. Also wirklich dieses Ägyptische. Ja, ja, wie gesagt, natürlich. Ich möchte halt jetzt erstmal nur noch schnell also Punkte haben, damit wir die auch haben, damit wir da ein bisschen hinterher reisen können und nicht immer mit dem Reittier hinterher müssen. Was natürlich auch ein bisschen Zeit kostet. Klar, momentan ist es eh wurscht, aber allgemein möchte ich das einfach mal gemacht haben. Und sobald ich aus dem Bruder wieder bin, geht's dann noch mit den Hauptquests weiter. So, dann haben wir den Punkt. Eine weitere Schnellreisepunkt. Die Weltkarte ist aktualisiert. Sehen uns wahrnehmen wurde erweitert. Wir sind jetzt. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach, Kobra-Nest, okay. Ja, gut. Der ist jetzt weitergereist. Ne, das ist noch ein anderer, ne? Oh Gott. Eigentlich ist da noch ein Punkt. Da noch ein Punkt. Aber warte mal, irgendwo noch ist ein anderer weiterer Reisepunkt, den ich immer noch mitnehmen wollte. Den hier nämlich. Da wäre hier noch mal einer. Hier oben wäre noch einer. Also sind noch einige Schnellreisepunkte, die wir noch nicht freigeschaltet haben, genau wie der hier. Aber haben wir eigentlich eine Möglichkeit? Den Todessprung kann man von hier nicht machen, ne? Eigentlich sollte der ja machbar sein. So, da ist der weitere Punkt. Der ist in die Stücke darunter.
Also den machen wir auf jeden Fall diese Folge noch und dann mache ich hier Feierabend. Ich will euch eigentlich jetzt gerade nicht an der Backe haben. Geht mir mal bitte. Ja, tschüss. Ich bin mal hoch. Voll nicht, hey, was? Aua! Ja, komm her hier! Ich will die scheiß Zählreisepunkte haben, ich wollte euch jetzt nicht an der Backe haben. Ich habe doch noch mal was getan! Gib mir auf den Sack! Oh, Alter! So, Dankeschön. War der jetzt ein Feind oder was? Tatsächlich hinter mich wieder ein Feind. Oh ja. Und die feiern und feuern auf mich natürlich, wird denn? Steht denn der jetzt? So, war die gerade noch? Ach, gib ihn mal. Oh, tschüss. Eigentlich war es jetzt anders geplant, aber wir machen es auch so. Cool. Ach, da unten wären Rebellen. Okay. Hey, ja. Moin, Sen. So, greif mal. Du hättest nicht herkommen sollen. Du kannst nicht fliehen. Angriff! Ich muss hier verschwinden. Bin in Reichweite. Sag mal. So. Oh, mein Schatz. Danke. Die Götter segnen dich. Gern. Zwar wird aber auch nur Zufall. Gut, ich bin dann mal raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Morgen um 12 dann, wenn ihr Bock drauf hat. Bis dahin, tschüss.